Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Pokémon Violett. Ja? Ja, eigentlich haben wir ja schon verloren. Ja, da haben wir uns abgesprochen und gesagt, das darf noch nicht zu Ende sein. Es gibt gerade mal 4 Orden in diesem Let's Play. Und warum nicht? Wir haben schon 2 errungen. Warum sollen wir bei der Hälfte schon aufhören? Zweiter Versuch. Alle Pokémon leben wieder. Alle Pokémon leben wieder. Genau. Was? Ein Moment. You what, mate? Ja. Alle Pokémon leben wieder. Das heißt, somit lebt auch unser nettes, bewegen mal lieber, unsichtbares Pokémon da in der REI Pixelbox wieder. Unser Delphergo. Den können wir jetzt wieder mit in unser Pokémon-Team reinnehmen. Und ich würde mal sagen, was tauschen wir aus, ein Kleinstein? Steinklein tauschen. Sorry, Steinklein. Tut mir ganz doll leid. Du bist einmal zum Einsatz gekommen, hast glücklich versagt. Na okay, was soll man noch anderes tun bei diesem krassen Gegnern hier? Duellautomat hatten wir in der letzten Folge gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und ich denke mal, weiterkommen als vorher tun wir jetzt auch nicht. Also, hoffen wir mal nicht, dass wir jetzt gleich wieder gegen die Tusse verkacken. Weil sonst ist es ja irgendwann keine Nuzlocke mehr, wenn alle sterben und wir sie immer wieder beleben. Aber es ist jetzt der zweite Versuch. Killstreak-Modus aktiviert. Wir sind einmal down gegangen. Mal sehen, vielleicht ziehen wir es noch mit dem ganzen Hack durch und zählen, wie oft wir gestorben sind. Und ihr könnt es dann besser machen, ne? Ja, okay, ihr schafft das locker hier mit Powertraining. Okay, gegen die ganzen Affen haben... Wir haben einen Schutz gehabt! Ah! Nein! Nein, es darf uns nicht besiegen. Tausch! Halt aus! Aus! Böses Knuffenser! Okay, wenn das Level 28 für den Lutefo ist, dann bin ich trotzdem damit zufrieden. Hier ist ein Pokéball, den ich schon in der letzten Folge gesehen hatte, dass KOH den vergessen hat. Und du vergisst einfach mal einen Sonderbonbon, mein Freund. Ah. Okay, und ich habe keinen Schutz eingesetzt. Ich weiß, ich bin böse. Was machen wir denn jetzt? Speichert Energie. Hm. Komm. Ja, was habe ich gesagt? Das Ding wird uns nie im Leben besiegen. Bam. Ha? What did I say? Okay, 20 Schaden ist schon heftig. Aber Training muss sein. Ah, hier hoch geht's sogar. Ich dachte schon, ich muss weiter nach rechts, aber irgendwie habe ich mich verguckt. Naja, ist ja nicht schlimm. In ein Pokémon habe ich mich verguckt. Hier ist leider gar nichts mehr gewesen. Ich will nicht, dass hier schon gleich die blaue Tuss ist. Ich will nicht das erste Pokémon schon verlieren. Ja, hier leckt mich am Arm. Ne, habe ich nicht gesagt. Sorry, nein, das war ich nicht. Das war der Heilige Geist. Auch wen auch immer ich das schieben will. Ne, hier geht's auch noch nicht. Hui. Das ist alles relativ... tief knapp und jetzt begegnet uns ein Hopfspross. Das hätte ich... Willst du mich eigentlich verarschen? Danke. Musst du mich erst treffen, bevor irgendwas passiert? Ich hätte Tränke holen sollen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir tauschen erstmal das Pokémon. So viel Vertrauen habe ich dann doch nicht in unser 17-leveliges, genau. Ich habe ein 17-leveliges Pokémon. Wie nennt man das? Ich vertraue da doch meinem Pokémon auf Level 17 nicht ganz. Das hört sich behindert an. Ist aber so. Boah, Alter. KOH, Respekt. Hat es... aber mal sowas von viel zu tun da, auf dieser Route. 5 Millionen Gegner? You what, mate? Was? Okay.
Will der uns verarschen oder? Nö. Nein. Warum sollte ich tauschen? Ach komm, Metallklaue. Bam. Critical. I don't say a word. Ah. Ja. Ja. Sollen wir es wagen? Anders kommen wir auch nicht weiter, ne? Ich habe Angst. Mama! Okay. Obwohl, ich glaube, wir trainieren vorher nochmal ein bisschen, weil mit dem Level ist ja genau dasselbe wie vorher eigentlich, ne? Ja, sicher ist sicher. Irgendwann später. Alter Schwede. Nie wieder. Nee, also so eine krasse Training-Session tue ich mir nicht mehr an. Ninjatom, Fruity, sorry, nee, ich sehe das Ninjatom jetzt nicht als irgendwie doppeltes Pokémon an, sondern ich sehe das als Pokémon an, was ich geschenkt bekommen habe. So ungefähr. Nee, finde ich geil. Ich habe 1000 Pokémon jetzt gerade. Und ja, ich bin damit jetzt zufrieden. Das reicht. Keine Lust mehr. Seht ihr diese Augenringe? Ungefähr. So ungefähr geht's mir gerade. Habe ich Augenringe? Nicht, dass ich wüsste. Egal. Wir wollen diese Trainerin besiegen. Professor Primus. Na, was ist damit? Deine Aufgabe ist ganz einfach. Übersetz uns die Übersetz uns die Ruinen. Ja, wir haben tolle Ruinen in Ägypten gefunden. Bitte übersetze sie uns. Was macht denn dieser Bimpf? Was macht denn dieser Bimpf hier? Was? Diese Vollidiot. Ich verstehe immer noch nicht, wieso der Boss diesen Lappen als Rübe einstellt. Haben tatsächlich ein Kind hergelassen. Ein Kind. Du da. Erledige den Ratlöffel. Gekommen. Ich weiß zwar nicht, wie du den anderen vorbei sagen. Ja, genau so ungefähr. Und gelangweilt wird sich der Typ bestimmt anhören. Ich würde mal sagen, er hat keine Chance. Glücklich. Ich bin glücklich. Warum setze ich Zornklinge ein? Egal, die Attacke ist beste. Ja, Beißer hier. Unser Wuffi soll mal zeigen, was er drauf hat, ne? Er ist extrem. Okay. Bedroher immerhin schon etwas. Aber beschleunigen wir diesen Kampf etwas. Danke. Dankeschön. Danke für diesen Auftritt. Ich weiß nicht wie, aber der Junge... Sprechen vollständigen Sätzen. So ungefähr. Du bist ja mal ein Stück Dreck. Ja, Rin, ich geh in die Ecke und mich schämen. Ab in die stille Ecke, mein Freund. So sieht das aus. Das wird ein Untergang. Nein. So. Wir haben immer noch dasselbe Pokémon von vorher. Schwerttanz sollte klappen. Wenn er jetzt einen Windstoß macht, könnte es schwierig werden. Biss. Ist zum Aushalten, ne? Zornklinge! Nein! Lassen wir das. Wir tauschen. Ha, Superschall ging daneben, das ist schön. Schlitzer! Nochmal Schlitten. Nochmal Schlitzer. Und nochmal Schlitzer. Dankeschön. Pfiffien! Großer Bruder! Was willst du? Ist sie irgendwie
geistig behindert. Ihr Ding ist Level 21 und hat sich noch nicht entwickelt. Ich habe meins eben gerade bis 18 trainiert und da hat es sich schon entwickelt. Aber lass sie ruhig tun, ja. Wir tauschen. Das ist mir alles zu unsafe mit den anderen. Deswegen kommt Glutexo. Obwohl, erst bei Glurak. Glurak! Das hat so lange gedauert, den im Wald zu trainieren. Nein, falsche Attacke. Hui, das war ein Volltreffer. Flammenwurf, bitte. Danke. Danke. Applaus. Applaus für Sengo. Krasses Poke. Aber noch mehr Applaus für Glutexo. Oh yeah, Mann. Ich freue mich. Da, der Disserakt, bla bla bla. Was auch immer der Disserakt ist. Und der Typ sieht geil aus. Ist das ein Kap... Oder auch... Ist das eine Kapuze oder sind das seine Haare? Wenn das seine Haare ist, dann nehme ich alles zurück, was ich eben gerade gesagt habe. Ich kann es immer noch nicht genau erkennen. Egal. Von Team Violett haben mich gezwungen, diese... Na Moment, alter Opa. Diese Runen zu übersetzen, was dort stand. Na, nun, ich kann es dir sagen. Wer ihn sucht, der Disserakt, der wird ihn nicht finden hier. Er hat zu suchen im Zentrum der Zeit. Und ich spreche auch so, wie ich gerade... Na, ihr wisst, was ich meine. Wie war dein Name? Po. Mein Name ist, wie du schon gemerkt hast, Professor Primus. Nein, ich bin nicht blöd, mein Freund. Laber nicht so viel. Mein Labor in Urina. Urin. Nee, wird mit O geschrieben. Tut mir leid, mein Freund. Wir sehen uns. Tschüss. Das ging schnell. Celebi? Ja, warum nicht? Habe ich hier schon Pokémon gefangen? Hä? Der Disserakt hat die absolute Macht über alles. Wer ihn hier sucht, wird ihn nicht finden. Er liegt im Zentrum. Einige Worte konnten anscheinend nicht richtig übersetzt werden. Ach nee, was du nicht sagst. Warum wird's dunkel? Ich will nicht, dass es dunkel wird. Ist das so vom Spiel aus oder ist es, weil es bei mir jetzt gerade 24 Uhr ist? So, nee, noch, doch, scheiße. hey, das ist ein Pokéball. Gib mir den Pokéball. Ach, wir brauchen Surfer. Lame. Hey, ein Hopschwor! Wer das Hopschwor tötet uns jetzt, wollte ich gerade sagen. Warum ist es... Warum ist da ein Höhleneingang? Hä? Da war eine Abkürzung? Nein! Oh, fuck, ne. Da war eine Abkürzung. Ich weine. Ich bin die ganze Zeit den ganzen Weg zurückgelatscht. Ich muss aufhören rumzuheulen. Nicht heulen, du bist ein Mann. Nein, ein Kind. Ich heile meine Pokémon zweimal. Shanira! Ah, das hat anscheinend auch nicht viel zu sagen. Joa, was machen wir jetzt? Glutexo zu Glurak trainieren! Oder auch nicht. Nee. Doch, wir versuchen es. Aber erstmal... Raus aus dieser Stadt. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin 5 Millionen Mal in dieses bekackte Pokémon Center gerannt, um jetzt diese Bucht betreten zu können. Sag mir nicht, wir haben irgendwo verpasst, wo es Blitz gab. Wir wollten mich verarschen. Das Spiel will mich verarschen. Ich muss jetzt. Ich will nicht hier im Dunkeln langlaufen. Nein! Oh. Sie haben Blitz gefunden. Oh. Wäre auch zu schön gewesen. Hallo. In dieser Höhle ist es so dunkel. Gut erkannt. Adlerauge solltest du heißen. Und nicht Wanderer. Ihr Glutexo wird selbst mit dem Ding fertig. Mit Metallklaue hier. Bam. Was willst du tun, though? Ist jetzt irgendwie ein bisschen unfair eigentlich, dass in der Nuzlocke jetzt eigentlich alle wieder leben. Allgemein unfair, dass wir das Spiel noch weiterspielen. Egal, Killstreak Counter ist auf 1 gesetzt. Bei 2 schlägt erneut Stündchen. Ja, mal gucken.
Wir werden das durchziehen bis zum Ende. Hier ist nichts. Warum bin ich hier lang gegangen? Halt. Ist das das erste Pokémon, was uns hier auf der Route begegnet? Ich bin schon wieder ein bisschen behindert. Wir wollen es versuchen. Halt nicht Pokémon-Korder hier. Pokéball! Wäre praktisch. Are you kidding me, man? Hä? Warum will das Onix nicht drin bleiben? Dann leck mich am Arsch, Mann. Ich habe jetzt alle meine Bälle für dieses Ding verkackt. Nein. Das war ein Scheißendreck. Leck mich am Arsch. Jetzt war es halt um die Bälle. Das war ein Kack, ey. Wir haben jetzt verkackt, wenn wir bei der nächsten Route sind und keine Bälle haben. Ich würde mal sagen, das reicht auch für diese Folge, liebe Leute. Wir müssen Bälle kaufen und hoffen, dass wir genug Geld haben für Bälle. Wir können uns 2 Bälle kaufen. Ich will keine Superbälle, nein, ich will Pokebälle. Hast dann halt nicht, dann nehme ich halt 2 Superbälle, sind halt natürlich effektiver als Pokebälle, auch wenn ich da drin noch nie ein Pokémon gefangen habe. Und in Pokebällen auf einmal 3 Quasar. Ist halt immer so. Ich sage tschüss, ciao, Leute, und bis zum nächsten Mal. Die Folge hat lange genug gedauert. Ich habe ein bisschen überzogen. Ganz bisschen. Wir sehen uns. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal.